Weißt du, immerhin bekomme ich hier immer mehr Sterne raus. Schon 30. So, das dürfte jetzt schon die Folge vom ersten Weihnachtstag sein. Schön, dass ich über die Weihnachtstage einfach so ein Müllevel spielen darf. Auch da kommt richtig festliche Stimmung auf. Es gibt's einfach nicht. Dass ich ausgerechnet dann an Heiligabend und jetzt am ersten Weihnachtstag sowas hochladen muss. Das ist Wahnsinn. Was für ein grandioses Timing, oder? Ja. Und ja, selbstverständlich habe ich auch diesmal wieder nicht Rewind gedrückt, sondern durfte das andere Level nochmal spielen komplett. Ich mache das jetzt wirklich ehrlich. Nicht so wie in der fünften Folge, wo ich im dritten Schloss einfach Rewind gedrückt habe. Nein. Damit ich mich schön maximal aufregen kann bei dem, was hier passiert. Oh, jetzt muss ich irgendwie noch die ganzen Leben wieder kriegen. Also, nur das hier würde ich gerne haben wollen, denn das andere ist ja bei. Bitte, 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 Mario, treib's nicht auf die Spitze, ja? Also, du sollst mich schon auf die Spitze treiben, weil die ganz oben ist und ich da das Leben kriege. Naja, du weißt, wie ich's meine. Und guck mal, wie kacke die sind und alle denken. Jetzt sind sie nicht mehr da. Also sind schön alle gegen die Röhre gelaufen, wie so ein paar Trottel, ey. Bleib doch drauf, da bleib da drauf einfach. Was zur. Okay, kriege ich das ja. Aha, dafür ist das. Oh. Ach, da kann ich nicht selber drauf springen, aber das ist so eine komische Wolke, die mir Münzen beschert dauerhaft. Das ist mal witzig. Oh, okay. Es dauert jetzt natürlich ein bisschen, aber hey, ist mir egal. Ich habe eine ganze Folge fast verschwendet an diesem Level hier. Was juckt mich da, wie schnell ich vorankomme? Na, jetzt bin ich mal gut ausgestattet, würde ich meinen, oder? Hier noch ein paar Münzen mitnehmen, wenn man es schon kann. Jetzt sag mir. Alter, willst du mich verarschen? Da war echt schon das Ziel hierher. Oh, dann hätte ich es ja fast gehabt, das eine Mal. Glaubst du es? Oh, Mann, ey. Ich möchte dieses Level nie wieder spielen. Dankeschön. Oh je. Bitte hab kein Secret Ausgang. Ach, hier ist schon das Schloss? Ja, kein Wunder. So kacke wie das Level war, da wundert mich auch überhaupt nicht, dass es nur zwei Level gab. Ach nee, Yoshi muss wieder draußen bleiben. Ich dachte so, jetzt wird das Schloss dauern, bis ich da mal beim nächsten bin. Ne? Kommt jetzt direkt in der Folge hier. Ich hoffe mal, das hier ist angenehm. Sieht zwar nicht so aus, aber. Oh. Wie bin ich da nicht getroffen worden? Egal. Weiter. Was ist denn das jetzt? Oh nee. Geht das wieder hoch? Geht das wieder hoch? Ja, oder ich gehe runter, das geht auch. Ach so, mit dem On-Schalter kann man die bestimmt wieder hochbringen, die Stacheln. Denke ich mal. Moment mal, ich habe immer noch keinen Save-Punkt. Das bedeutet, wenn ich hier gebe, over. Alter Mario, schaff bloß das Schloss. Ich warne dich. Scheiß, was ist das für ein Gegner? Mario, ich warne dich. Schaff dieses Schloss bitte. Ich drehe sonst wirklich durch. Warum gibt es erst den Power-Up? Das war schon schlimm genug bis dahin. Och Mann, komm. Schön da runterstellen. Ja, ich werde nicht schlittern und dann springen, sonst verfehle ich den Schalter nämlich. Gott. Was Wie lang ist denn dieser Weg, bitte? Um Gottes Willen! Spiel! Are you fucking crazy? Oh. Neuer Pilz, ey. Ich bin schon durchgerannt, weißt du? Ich hab die Speed-Taste durchgedrückt. Also die Renntaste. Und der ist nicht rechtzeitig angekommen mehr. Oh ja. Das ist wieder angenehm, aber. Was finde ich jetzt hier?
Na, scheiße, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Oh, fuck, ich brauche eigentlich noch ein Item, sonst packe ich den noch nicht. Ich muss extra gucken, leider. Es hilft nichts. Ich muss gucken, ob hier irgendwo ein Item versteckt ist. Es hilft nichts, so gern ich da jetzt auch hin möchte. Hier ist nichts. Hier ist nichts, ey. Oh Mann, die geben einem noch nicht mal jetzt mehr ein Item hier, wirklich. Halt dich bitte nicht am Netz fest, Mario. Halt dich bitte nicht fest und spring einfach runter. Dankeschön. Danke, mach doch, was du willst, ey, du Arschloch. Also jetzt bin ich langsam echt angepisst, ey. Wie gesagt, die erste Session war so witzig und jetzt kommt aber der Ernst des Spiels irgendwie. Ich hoffe echt, ich krieg. Alter, Wahnsinn. Reiß dich zusammen, reiß dich zusammen. Ich muss mich jetzt echt zusammenreißen, wirklich. Warum kann Yoshi nicht rein, Mann? Wenn ich jetzt Game Over gehe, ich garantiere, ich raste wirklich so aus, Alter, weil ich dann wirklich nochmal alles machen muss. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Das Spiel macht mich wahnsinnig gerade. Ich brech gleich wirklich ab, ey. Das hat nichts mit der ersten Session zu tun. Das hatte ich auch noch nie bei noch keinem LP, dass die erste Session so viel Spaß gemacht und die zweite ist dann echt so brutal und unmöglich irgendwie. Die fühlt sich so anders an. Och nee, nicht das schon wieder, ey. Da habe ich gar keine Lust drauf, weißt du. Ich muss durchrennen. Ich weiß ja, dass die gleich wieder voll runterkommen, die Dinger. Muss durchrennen. Muss rennen, 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 Alter. Oh, das wird nichts, das wird auch wieder nichts. Oder? Doch, das ist eigentlich voll gut machbar. Wenn man eben weiß, dass man sofort rennen muss. Oh, bitte lass den Boss nicht so schwer sein. Bitte lass den Boss nicht so schwer sein gleich, ey. Ich will das wirklich nicht nochmal machen. Auf gar keinen Fall. Ich muss auch mit einem Pilz rein. Ich muss mit einem Pilz dahin. Auf jeden Fall, ey. So, ich warte, bis der weg ist da. Warum hält er sich nicht fest? Ich drück das und er hält sich nicht am Netz fest, ey. Oh mein Gott, so. Ich warte kurz. Ich muss mich jetzt in Position bringen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Macht der? Der schießt Feuer. Okay. Kann ich da drauf springen jetzt? Okay. Wo ist er jetzt? Jetzt schießt er wieder Feuer. Ich traue mich nicht so nah an ihn ran. Aber wahrscheinlich muss man da jetzt draufspringen irgendwie. Aber ich traue mich nicht. Aber ich traue mich dummerweise einfach nicht, ey. Wenn er jetzt springt, wahrscheinlich und jetzt drauf irgendwie. Ja, okay. Und jetzt muss er. Nein, bitte! Mario, du Depp! Ich hab Angst, Mann. Alter, was? Oh mein Gott! Boah! Wahnsinn, ey! Ich bin eigentlich viel zu kurz gesprungen an der einen Stelle, aber dann hatte der Gegner Erbarmen und ich konnte noch drauf, ey. Ja, hau bloß ab, du Scheißschloss. Ja, da kriegt ihr erstmal eine Bandage in der Hügel da. Perplexing Forest. Ja, dass da so ein Wald ist in der fünften Welt, das weiß ich tatsächlich auch. Das ist schön. Das Allerwichtigste ist jetzt, dass ich speichern darf. Und diese Welt erstmal hinter mir liegt. Oh, yes. Ich meine, ich habe noch zwei Leben und werde wahrscheinlich sofort Game Over gehen, aber immerhin darf ich jetzt hier weitermachen, immer. Dazu sage ich auch nichts mehr. Ich sage dazu einfach nichts mehr. Also irgendwie muss man. Ah! Aha, jetzt habe ich das mal rausgekriegt, wie man das machen kann. Schön.
Das hätte ich eben auch machen können für das Secret Exit bei Donut Plains 2 am Anfang dieser Session. Jetzt weiß ich den Trick nämlich auch mal, das ist gut. Ich lasse das jetzt auch lieber mal los hier. Ach, schön. Jetzt habe ich wieder gute Laune, ne? Erstmal nur Stress und jetzt geht's wieder ein bisschen besser, finde ich. Okay, ah, ich verstehe, was man hier machen muss. Nee, das ist jetzt einfach eine neue Welt. Ich finde, ich glaube, die vierte war einfach generell einfach nur Blödsinn. Und jetzt ab der fünften Welt wird wieder alles schön. Ja, gut, das habe ich jetzt nicht bekommen. Aber das war jetzt nur während dieser Welt, dass alles so richtig scheiße war. Die fünfte aufwärts, das wird wieder gut. Das wird wieder richtig gut, das garantiere ich. So, wie gesagt, Gegner mitnehmen. Oh, hier ist gar nichts mehr. Dann bekommt man dann nämlich Leben, wenn man genug entfernt in der Zeit. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie cool. Alter, wie cool. Wie... Leute, das Spiel. Okay, gut. Das war jetzt natürlich sauscheiße, dass er wieder runtergerutscht ist. Aber ich habe eine Menge Leben bekommen. Und dafür danke ich dem Spiel gerade sehr. Alter, wenn ich das jetzt nochmal. Wenn ich das jetzt nochmal schaffe. Ihr wisst, was das heißt. Oh Gott, wann kommt der Stern? Wann kommt der Stern? Nach der Blume? Nee, nach der Feder, nach der. Es war klar. Das war klar. Das war echt klar, aber egal. Dann machen wir so weiter. Ah. Das kriege ich nicht mehr so schön hier wie vorhin. Da ist ein Schlüsselloch und dann vermute ich mal, dass die eine Box da der Schlüssel ist. Wie soll ich da hinkommen so? Ah, verstehe. Ich verstehe schon. Dann mache ich das mal, glaube ich. Hä? Wie kann ich denn absinken so? Nee, ah, warte, warte, ich muss das erstmal lernen, wie man das steuert. So, irgendwie. Gut, ich hab's, glaube ich, begriffen. Ja, hierhin bitte. Dankeschön. Secret Exit, was aber auch echt offensichtlich war. Ist das jetzt für den. Moment mal, wo ist denn der eine Schalter? Kriege ich den jetzt? Nee. Forest Ghost House. Verdammt, mir fehlt der blaue da noch. Und der ist ja in der vierten Welt mit Sicherheit. Da müsste ich eigentlich doch nochmal gucken gehen, glaube ich, schon bald. Wie komme ich da rein? Keine Ahnung. Irgendwo muss man hier durch, ja. Forest Ghost House. Oh, ich finde es gut, dass ich jetzt so eine Stange an Leben erhalten habe, so nach dem Motto, du hast so gelitten, dann geben wir dir auch mal was zurück. Erstmal die Lage checken. Oh, fuck, 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 fuck. Aha. Na, irgendwie kann man da. Mann. Hier ist bestimmt irgendwie sau viel versteckt. Nein, nicht abhauen. Der ist so durchsichtig, aber ist trotzdem wie ein normaler Pilz. Gut. Und noch eine Feder hinterher. Noch eine Feder hinterher, aber trotzdem. Ich bleib unten. Nee, Yoshi Coin interessiert mich jetzt nicht. Was ist das? Warte. Ah, Mann, so will er nicht durchlaufen. Aha, Leben kann ich auch gebrauchen, denn ich werde jetzt wahrscheinlich gleich drauf gehen hier. Ja. Das war nicht mehr zu retten. Nö. Mach mal weiter. Vor allen Dingen durch die Nummer gerade eben, wo ich so viele Leben erhalten habe, hatte ich meinen bisherigen gekauert. Der vorige war ja bei 12, jetzt habe ich. War ja bei 11, jetzt habe ich 12 gehabt. Müssen die ernsthaft noch genau so stehen, dass ich. Oh Mann, los. Ich will. Jetzt mache ich was Beklopptes. Jetzt mache ich was richtig Beklopptes. Guck mal. Wie gesagt, meine Vermutung ist, es gibt in jedem in jedem Leben, in jeder Welt der ersten vier einen Schalter zu finden. Und hier muss noch was sein und ich will das eigentlich haben. Und deswegen suche ich jetzt das erste Mal so nach. Bei dem Grünen habe ich ausgehen geschaut. Und jetzt will ich aber für den Blauen hier schauen. Muss ja hier irgendwo sein. Oh. Ich habe vorhin die Röhre benutzt. Das bedeutet, ich benutze jetzt nicht die eine Röhre da. Natürlich, natürlich. Mann!
Weiter. Nicht aufgeben. Es sind wieder nur 9 Leben. Das geht so schnell. Das geht einfach so schnell runter. Musst du nochmal das Waldlevel spielen und mir Leben farmen? Also, gucken wir einfach mal. Das ist so eine spontane Idee von mir, weil eigentlich klar ist, dass hier der Schalterweg ist. Deswegen will ich das haben. Und halt dann nicht die Röhre benutzen gleich. Boah, ich hab Angst, ey. Ich bin wieder hier oben. Da fühle ich mich sicherer tatsächlich. So. Oder es ist mit Yoshi halt, weil da diese komischen Flügel sind. Die Flügel verunsichern mich. Die Flügel sind's, ne? Die mich da irritieren an der Sache. Oh. Was? Oh, und jetzt bin ich nur wieder hier. Ach, scheiße, ey. Jetzt finde ich doch auch wieder niemals von selber den Weg. Du kannst mir nicht erzählen, dass man hier noch den Weg so finden kann. Hier irgendwie was versteckt. Nee. Nicht darüber fliegen. Ach, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Werde ich so nicht rausfinden. Schade. Ja, das war ja mal ein toller Exkurs. Dann zurück. Hat mich 2 Leben gekostet. Nee, eins glaube ich nur. Ein Leben hat es mich gekostet. Und das Haus ist auch so komisch, aber hier gehe ich trotzdem wieder rein. Dann gucken wir weiter.